Wir schreiben das Jahr 1776. In den amerikanischen Kolonien sind Unruhen ausgebrochen. Um der Lage wieder Herr zu werden, mietet das Königreich England beim Landgrafen von Hessen-Kassel ganze Regimenter an, um sie gegen die Rebellen in Amerika einzusetzen. Trotz dieser gefürchteten Unterstützung der Hessiens wehren sich die aufständischen Kolonien erfolgreich und erkämpfen als Vereinigte Staaten von Amerika ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Noch ist es ruhig im Lager der amerikanischen Miliz, obwohl es für die Zukunft so aussieht, als ob dunkle Wolken aufziehen werden. Die Soldaten bereiten sich ihre Henkersmahlzeit zu. Bald wird auf den Schlachtfeldern eine Entscheidung herbeigezwungen. Interessanterweise liegt ein Schlachtfeld in der Nähe von Fulda. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier auf der 21. Zeitreise in das 18. Jahrhundert. Die Zeitreise ist eine Veranstaltung, die in Kooperation geführt wird. Als Veranstalter ist das Schloss Fasanerie hier in Eichenzell zugegen. Und meine Wenigkeit als Vorsitzender der Gesellschaft für hessische Militär- und Zivilgeschichte, wir sind der Organisator. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die vielen Darsteller, die auch heute wieder den Weg nach Eichenzell gefunden haben, aufgeteilt werden, organisiert werden und wir sie so im Lager verteilen und können, dass es auch ein schönes Bild gibt. Wir haben dieses Jahr etwa 530 Teilnehmer auf dem Gelände, 330 davon in einem eigenen Zelt. Das macht die Zeitreise ins 18. Jahrhundert zur größten Veranstaltung für diese Epoche in ganz Europa. Die Farbe Grün, die Sie an meinem Rock sehen, ist klassisch in den deutschen Landen dieser Zeit gewesen für die Jägereinheiten. Das waren ganz besondere Spezialisten beim Militär, die im Gegensatz zu der üblichen Linientaktik in aufgelockerter Formation gekämpft haben, mit Büchsen, die weitreichend schießen konnten und extrem treffsicher waren. Der richtige Name dieser Einheit war das Hochfürstlich Hessen-Kasselsche Feldjägerkorps. Die Figur, für die ich mich dann entschieden habe, war ein Jägerkapitän namens Johann Ewald. Johann Ewald hat den amerikanischen Truppen das Leben durchaus schwer gemacht, weil er es geschafft hat, in die starre Linientaktik dieser Zeit, die auch auf britischer Seite vorwiegend angewendet wurde, den Guerillakrieg, den die Amerikaner angefangen haben, entsprechend zu beantworten. Wie bei den richtigen Soldaten wird hier von allen Einheiten sehr viel marschiert und exerziert. Immer wieder wird geübt, wie der Soldat korrekt in Reih und Glied steht, marschiert und im richtigen Schritt die Richtung wechselt. Ja, mein Name ist Richard Puhlmann. Meine Majestät war so gnädig, mich zum Oberstleutnant seiner Majestät zu machen in einem königlich-preußischen Infanterieregiment. Wir stellen das königlich-preußische Infanterieregiment Nummer 4 von Kallnein dar. Wir treffen uns hier regelmäßig in Fulda jährlich, um diese Geschichte der in Anführungsstriche verkauften Landeskinder nach Amerika machen. Diese Landeskinder wurden allerdings nicht verkauft, sie wurden vermietet vom Landgrafen und alle dem Landgraf treu ergebenen anderen Fürstentümer haben ebenfalls Kontingente geschickt, die nach Amerika gingen. Es macht uns Spaß, auch diese Kameradschaft mit anderen Gleichgesinnten am Lagerfeuer zu sitzen und über dies und jenes zu sprechen. Versuchen, diese alte Zeit historisch genau darzustellen, nachzuspielen. Ich stelle einen preußischen Musketier vom Infanterieregiment Nummer 4 von Kallnein für die Zeit des Siebenjährigen Krieges da. Ich bin seit dem Jahre 2008 dabei und verkörpere diese Figur, weil es mir mein Interesse geweckt hat an der ganzen Geschichte. Ich komme aus Potsdam und da liegt es sehr nahe, dass man einen preußischen Musketier darstellen möchte, vor allen Dingen für die Zeit von Friedrich des Großen.
Also für dieses Hobby muss man schon viel aufbringen an Zeit und auch an finanziellen Sachen, beziehungsweise die Möglichkeiten haben, das alles zu machen, wie zum Beispiel die Uniformen selber zu nähen. Also wenn man eine Vorlage hat, die Stoffe bekommt, im Internet gekauft, und dass man auch damit rechnen muss, dass man 6 bis 8 Mal im Jahr, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen oder in Tschechien, zu Veranstaltungen hinzufahren. Wo die königlichen Armeen sind, sind die amerikanischen Milizen nicht weit entfernt. Mein Name ist Kai Schmidt. Ich stelle im Hobby einen sogenannten Minuteman dar in der 14th Albany Militia. Die waren vor New York gelagert, Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Minutemen haben sich zusammengesetzt aus verschiedenen Bevölkerungsschichten, Handwerker, Lehrer etc. Die mussten in kürzester Zeit abmarschbereit sein, deshalb der Name Minutemen. Das heißt, die hatten alles, was sie getragen haben, die Kleidung nicht irgendwie großartig sich uniformiert, sondern ihre Reifel, das heißt ihr Gewehr geschnappt, ihren Tornister etc., was sie da hatten, und waren abmarschbereit. Zum Hobby bin ich eigentlich gekommen. Für mich ist es mehr als Hobby, für mich ist es schon Passion, wie viele von uns, glaube ich. Angefangen habe ich im Mittelalter, dann war das Mittelalter verkommen, sage ich mal, als Pseudo- oder Fantasy. Dann lag die Interesse immer schon seit früherer Zeit in der Geschichte oder Interesse überhaupt an Geschichten und den verschiedenen Epochen. Und da habe ich gehört von der Zeitreise in Fulda. Und da habe ich mich dann mit eingebracht, Feuer gefangen, kann man sagen, und halt versucht, die Darstellung so gut wie möglich zu vervollkommnen. 100% können wir nicht sein, da hätten wir in der Zeit leben müssen, aber es kommt der Sache schon ziemlich nah. Ich heiße Jürgen Ostertschell, bin Mitglied in der 14. Albany County Miliz. Das ist ein loser Zusammenschluss von Interessierten, also nicht vereinsmäßig organisiert. Und wir haben uns hier immer jedes Jahr zusammengefunden, einfach durch unsere Liebe und Interesse zur Geschichte und die Möglichkeit, hier das wirklich vortrefflich darstellen zu dürfen, hier als Gäste auf diesem Gelände, und versuchen, so naturgetreu wie möglich diese Zeit wiederzugeben, indem wir versuchen, sie zu leben. Die Motivation, der ausschlaggebende Grund ist, man kann die Geschichte mit Menschen zusammen gestalten, erleben. Einfach, weil man auch Gleicher unter Gleichen ist. Und über die Jahre gibt es eine wunderbare, große Familie, in der man sich gegenseitig hilft und unterstützt und die äußerst lehrreich ist. Die größte Motivation ist einfach die Kameradschaft, die Freundschaft unter uns Gleichgesinnten. In beiden Armeen dienen auch die amerikanischen Ureinwohner, unter anderem die Mohawks. Beim morgendlichen Palaver wird auch eine mögliche Kriegsbeteiligung besprochen. Ich
ich hatte tatsächlich immer ein Interesse für Indianer. Also das begann damit, dass mein Vater mit mir schon mit 4 Jahren zu den Kamai-Festspielen nach Bad Segeberg gefahren ist und ich von da an absolut fasziniert war von Winnetou, Indianern, Indianerspielen, und irgendwann wurde es mehr und ich wollte selber auch mal Indianer sein dürfen. Und dann ergab eins das andere. Und ich bin mal auf ein Treffen mitgenommen worden von meinem Vater, der davon in der Zeitung gelesen hatte. Und dann wurde ich quasi weggeschnappt, so vom Fußweg. Und mir wurde ein Lendenschurz angezogen. Und von da an durfte ich dann Indianer sein in meiner Freizeit. Jetzt, so wie wir hier zusammengekommen sind, ist das tatsächlich eine Freundschaft, die hauptsächlich auf diesen Märkten oder auf diesen Treffen stattfindet. Man lädt sich dann wieder gegenseitig ein zu den nächsten Veranstaltungen. Gerade wir hier in der Irokesenecke machen auch einige Feste übers Jahr, die mit dem Jahreskreislauf zu tun haben, der Irokesen im 17. und 18. Jahrhundert. Und so kommt man eben auf den Treffen zusammen. Wenn man, wie ich, aus Kiel kommt und dann Freunde hat, die aus Österreich oder Tschechien kommen, ist das oft mit dem privaten Kontakt dann eher über Internet oder Telefon. Bemalungen hatten verschiedene Gründe und auch verschiedene Farben hatten für verschiedene Anlässe eine Bedeutung. Das Schwarz und Rot und die Ganzkörperbemalung ist tatsächlich typisch für einen Kriegszug. Das heißt, die Männer haben sich abgesprochen. Es gab einen Kriegshäuptling, der dazu aufgerufen hat, in den Krieg zu gehen. Und wenn man sich ihm angeschlossen hat, dann hat man eben eine Rotte gebildet, sich gemeinsam geschminkt, seine persönliche Bemalung angelegt und ist dann gemeinsam als Gruppe in den Krieg gezogen. Zuallererst muss ich das Farbpulver, das ich habe, in irgendeiner Art von Gefäß mit Wasser mischen. Das ist tatsächlich wichtig, um diese Erdfarbe auftragen zu können. Und dann fange ich an, mich erstmal am ganzen Körper zu bemalen, möglichst die großen Flächen. Es gibt Stellen, da kommt man selber alleine schwierig ran. Da sucht man sich dann Hilfe unter seinen Freunden oder unter seinen Kriegskumpanen, die mit einem losziehen. Das ist dann auch so eine soziale Sache, dass man eben einfach sich gemeinsam auch auf den Krieg vorbereitet. Und dann am Ende kommen die Feinheiten. Das sind dann die Gesichtslinien oder noch Linien auf dem Körper, die man dann aufmalt. Die kurzen Ruhepausen verbringt jeder nach Lust und Laune. Ob bei einem Schläfchen oder wie der Adel beim Golfspielen. Die edlen Damen vertreiben sich die Langeweile bei einem Kartenspiel im Casino-Zelt. Ja, ich muss doch die Damen, sagen wir mal, dazu verleiten, ihr letztes Geld an mich zu verspielen. Dann werde ich jetzt mal und dann sehen, in meine Schuld wer hier gewonnen hat. Die 9. Gewinn verdoppeln. Ich habe eine Dame. Merci. Wenn es denn sein muss. Während das gemeine Volk als Soldaten beim Militär gedrillt wird, übt sich der Adel in der Kampfkunst für Gentlemen, dem Fechten. Der Degen liegt Ihnen aus der Hand. Und dann ist es im Grunde genommen so, das muss man dann lernen. Breitenklasse schießen, Fechten, das waren die Disziplinen des Höflings im 18. Jahrhundert, die es unter anderem selbstverständlich zu erlernen galt. Mein Name ist Frédéric Louis Armand, Comte de la Charette, Baron de Saint-Benoît de la Chipotte, Chevalier de la Fleur d'Olivette. Als Gründungsmitglied des Salon de l'Escrime im Auftrag seiner Majestät des Königs von Frankreich und von Navarra blättere ich hier in meinem Verzeichnis der Mitglieder und muss feststellen, dass nach 20 Jahren niemand anderes als der Baron de Fleur, der Baron von Keppeln und der Comte de la Charette würdig waren, den Salon de l'Escrime anzugehören. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Nur das Militär nimmt uns den begabtesten Nachwuchs und führt ihn ins Feld. Was soll Monsieur Dame aus der Fechtkultur, die wir über Jahrhunderte traditionell kultiviert haben, noch werden? Ich stelle einen höher gestellten Adeligen dar, der die Privilegien der damaligen Zeit genießt. Und ich muss sagen, ich habe einfach nur Spaß daran, so kultiviert zu leben, wie es scheinbar im 18. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Wo bekam das Militär seine Soldaten her, die in großer Zahl benötigt wurden? So zogen Werbekommandos durch das Land, um neue Soldaten zu rekrutieren. Ein Schreiber legt das Trommelkahn! Potzblitz!
Kommt herbei, ihr Leute! Kommt näher herbei! Ich bin schon heiß vom Brüllen. Also, Leia, kommt reinkommen. Gut, Name? Auto hier. Gut, 3 Fuß, 6 Fuß. Na gut, das geht sich gut aus. Eintreten. Jürgen Schumann. Jawohl, er ist schon ein bisschen älter, aber ja, das macht nichts. Vordrehen, die vorne, Leute, rein. Ja, ich mach. Noch eins. März. Gut. Also das, ich finde hier die ganze Veranstaltung sehr schön und gerade jetzt auch so dieses Nachleben. Ich kenne das auch ein bisschen schon aus Amerika, da gab es ähnliche Veranstaltungen. Und das Exerzieren kennt man natürlich aus eigener Erfahrung, selber in der Bundeswehr gewesen. Und umso lustiger war das jetzt auch hier, das nochmal so im Spiel mitzumachen. Und von der Seite her ist das eine tolle Veranstaltung hier. Nach der Rekrutierung begann die Ausbildung zum Soldaten. Das schnelle und sichere Laden eines Gewehres kann in der Schlacht das Leben retten. Deshalb wird sehr viel Zeit damit verbracht, die korrekte Handhabung mit der Waffe zu üben. Für Anfänger im Einzelunterricht, für Fortgeschrittene in der Gruppe. Make ready. Present. Fire. Bang. Bang. Primeman, load. Charge your bayonet. 1, 2. Huzzah! Present. Fire. Boom. Quick. In der Schlacht zählt jede Sekunde. Der Höhepunkt der Zeitreise in Fulda ist die große Schlacht zwischen den Engländern und den Amerikanern. Doch der deutsche Amtsschimmel hat mal wieder sehr laut gewirrt, deshalb darf man das Wort Schlacht nicht mehr verwenden. So wird nun eine historische Szene theatralisch nachgestellt. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass bei dieser Darbietung Repliken historischer Waffen zum Einsatz kommen, bei deren Vorführung laute Knallgeräusche entstehen. Deshalb ist jeder Besucher aufgefordert, sein Gehör zu schützen. Und wenn Sie wissen möchten, wie das alles endet, dann besuchen Sie doch die nächste Zeitreise in Fulda.